Hamburg aktuell, der Stadtnachrichten-Podcast von Hamburg 2. Hallo und willkommen am Donnerstag, den 9. März. Ich bin Clemens Benke. Hamburg war im Jahr 2015 eines der ersten Bundesländer, das die Körperkameras, die sogenannten Bodycams, bei Polizisten im Einsatz testete. Das war zu der Zeit gar nicht so selbstverständlich. Die Technik war hoch umstritten, unter anderem, weil Fragen des Datenschutzes nicht geklärt waren. Inzwischen setzen die Polizeidienststellen in immer mehr Bundesländern diese Technik ein. Auch Hamburg hat bei den Bodycams jetzt nochmal nachgerüstet. Ziel soll es laut Gewerkschaft der Polizei aber sein, alle Beamten mit so einer Kamera auszustatten. Und da sind wir noch weit entfernt davon. Warum sind diese Bodycams aus Sicht der Polizei so wichtig und was müssen Hamburger Polizeibeamte beim Gebrauch dieser Kamera beachten? Darüber spreche ich gleich mit Rainer Hirsch aus unserer Nachrichtenredaktion. Jetzt haben wir hier aber erstmal unseren Nachrichtenüberblick. Es gibt weiteren Ärger um das Anwohnerparken in Hamburg. Die Handelskammer warnt jetzt, dass es zu massiven Einschränkungen für Unternehmen führt und liefert gleichzeitig Lösungsvorschläge bzw. Forderungen. Mehr dazu von Carolina Koplin. Die Kammer hat 10 Forderungen aufgestellt. Sie kritisiert nämlich, dass zu viele Gewerbetreibende keine Ausnahmegenehmigung in Bewohnerparkzonen bekommen. Die Stadt soll sich daher auf Bundesebene dafür einsetzen, dass die Straßenverkehrsordnung entsprechend überarbeitet wird. Aus dem Bewohnerparken soll ein Anliegerparken werden, damit Unternehmen die notwendigen Parkplätze zu den gleichen Bedingungen nutzen könnten wie die Bewohner, heißt es. Bis dahin müsse der Ermessensspielraum bei Ausnahmegenehmigungen voll ausgeschöpft werden und es sollten keine weiteren Parkzonen eingerichtet werden. Die Handelskammer fordert unter anderem auch einen Stopp des Parkplatzabbaus in Hamburg und mehr P&R-Parkplätze in der Nähe zu Autobahnabfahrten, um Anreize zum ÖPNV-Umstieg zu schaffen. Nachts müsse unter anderem das Parken etwa auf Supermarktparkplätzen erleichtert werden. Bei einem schweren Unfall in der Hamburger City am Vormittag sind auf der Willy-Brandt-Straße Höhe des Kleinen Burster zwei Autos mit einem LKW zusammengestoßen. Ein Autofahrer ist dabei verletzt ins Krankenhaus gebracht worden. Die Willy-Brandt-Straße war nach dem Unfall ab Rödingsmarkt in Richtung Deichtorhallen zwischenzeitlich gesperrt. Im Tarifstreit des öffentlichen Dienstes will Verdi ein weiteres Mal den Druck erhöhen. Im Rahmen der zweiten bundesweiten Warnstreikwelle sollen ab morgen Freitag bei uns in der Stadt unter anderem Mitarbeiter der Stadtreinigung und der Staatsoper bis einschließlich Sonntag in den Ausstand treten. Schon seit heute Morgen und noch bis Samstag früh werden die Haddack-Fähren bestreikt. Die Gewerkschaft fordert für die bundesweit rund 2,5 Millionen Beschäftigten im öffentlichen Dienst des Bundes und der Kommunen 10,5% mehr Lohn, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat. Die Arbeitgeberseite bietet bisher 5% mehr Geld in zwei Schritten und Einmalzahlungen in Höhe von insgesamt 2.500 Euro an. Und auch bei der Deutschen Post stehen die Zeichen auf Streik. In einer Urabstimmung haben knapp 86% der befragten Verdi-Mitglieder das Tarifangebot der Post abgelehnt und für unbefristete Streiks gestimmt. Die Gewerkschaft will aber die Verhandlungen mit der Deutschen Post, die sie vergangenen Monat für gescheitert erklärt und abgebrochen hat, jetzt trotzdem wieder aufnehmen und kommt damit der Forderung der Post nach. Verdi fordert von der Post 15% mehr Geld für die Briefträger, Paketboten und andere Beschäftigten im Konzernbereich Post und Paket Deutschland. Das Management lehnt das als wirtschaftlich nicht machbar ab und bietet deutlich weniger. Nach einer teilweise eskalierten Demonstration zum Weltfrauentag gestern am Mittwoch ermittelt die Hamburger Polizei. Rund 150 Teilnehmer des Demonstrationszuges, der vom Gewerkschaftshaus am Besenbinderhof zum Rathausmarkt führen sollte, randalierten plötzlich, als sich die Menge auf der Mönckebergstraße in Höhe des Levantehauses befand. Sie zündeten Pyrotechnik und Bengalos und besprühten die Fassade des Levantehauses aus mit Farbe gefüllten Feuerlöschern. Festnahmen gab es nicht. Hamburg bekommt ein neues Musical. Tanz der Vampire kehrt zurück, wie Stage Entertainment nun mitgeteilt hat. Es basiert auf dem gleichnamigen weltbekannten Film vom Regisseur Roman Polanski. Tanz der Vampire soll ab November im Operettenhaus laufen und das Musical Hamilton ablösen. Die letzte Aufführung ist hier für den 15. Oktober geplant. Diese und andere Meldungen des Tages hört ihr jede Stunde immer um halb in den Hamburg 2 News. Tatsächlich die meisten Nachrichten aus unserer Stadt.
Was ist euer Hamburg-Thema der Woche, Clemens? Es geht bei uns heute um die sogenannten Bodycams bei der Polizei. Das sind die körpernahen Kameras. Bisher waren ja nur eine Handvoll Bodycams im Testeinsatz bei der Hamburger Polizei. Jetzt ist nochmal nachgerüstet worden. Seit Anfang der Woche werden 64 neue Kameras flächendeckend eingesetzt, so die Polizei. Alle Regionalkommissariate sollen jetzt mit diesen Geräten ausgestattet werden. Streifenpolizisten, die werden in Zukunft mit Bodycams unterwegs sein. Das wird dann in Zukunft sozusagen zur Grundausrüstung der Polizei gehören. Bis zum Sommer läuft jetzt noch eine Schulung von mehr als 500 Beamten. Rainer Hirsch aus unserer Nachrichtenredaktion ist zu diesem Thema heute bei mir im Podcaststudio. Rainer, hallo erstmal. Moin, moin, Clemens. Rainer, was bringen denn diese Bodycams überhaupt? Also warum braucht die Polizei die überhaupt? Ja, die dienen erstmal dem Schutz der Einsatzkräfte. Also konkret heißt es, die Bodycams sollen abschreckend auf mögliche Gewalttäter wirken, wenn Polizisten angegriffen werden. Dann kann ja anhand der Aufnahmen besser und vor allen Dingen schneller geklärt werden, wer das war und was derjenige getan hat. Man muss aber auch sagen, durch diese Aufnahmen wird auch das polizeiliche Handeln im Nachhinein besser nachvollziehbar, heißt es von der Polizei. Und seit wann gibt es diese Bodycams denn überhaupt schon bei uns? Wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, dann ist es ja auch schon länger, ne? Also allerdings sind sie zumindest in geringer Anzahl im Einsatz gewesen. Genau, 2015 wurden die Bodycams eingeführt als Pilotprojekt ja erstmal. Im Juli letzten Jahres ist dann nachgerüstet worden. Die Kameras wurden aber zunächst nur an die 8 Regionalpolizeikommissariate, also an die zentralen Wachen verteilt und das Polizeikommissariat auf St. Georg, das hat auch noch mal welche bekommen. Okay. Und da hatte dann ja der Hamburger Landesverband der Deutschen Polizeigewerkschaft schon gesagt, das reicht so nicht, okay, wir brauchen mehr von den Dingern. Jede Polizistin, jeder Polizist in der Stadt soll mit so einer Bodycam ausgerüstet werden, wie es in anderen Bundesländern ja teilweise auch schon der Fall ist. Das war die Forderung. Ja. Rainer, jetzt ist es ja so, nur diese Kameras anzuschaffen, das allein genügt ja nicht. Was passiert denn mit dem aufgenommenen Material? Darum geht's ja eigentlich. Genau, das ist die wichtige Frage. Die Kameras allein, die helfen nicht. Es muss eben auch für die entsprechende Infrastruktur gesorgt werden, damit man das Videomaterial eben auch auslesen und auswerten kann. Also da sind dann die Kamerasysteme, die nur von ausgebildeten Einsatzkräften genutzt werden können. Und dafür müssen die Beamten eben auch geschult werden. Der Plan, den man jetzt mit den Kameras hat, das sind dann eben auch neue Systeme, also neue Kameras, ist, dass deren Material in der jeweiligen Wache dann direkt ausgelesen werden kann über ein System, das der IT-Dienstleister der Polizei, das ist Dataport, wie er auch in den anderen Hamburger Behörden entwickelt hat. Also an den Wachen stehen Dockingstationen für die neuen Kameras und nachdem die Bilder dann zum Server übertragen worden sind, werden die Daten auch in der Kamera automatisch gelöscht. Alles klar. Und jetzt ist es ja so, dass die Hamburger Polizei deutlich mehr Beamte mit diesen Bodycams ausrüstet. 64 Kameras sollen jetzt an die Streifenwagenbesatzungen der wichtigsten Polizeireviere zumindest mal verteilt werden. Wie steht Hamburg denn da im Vergleich zu den anderen Bundesländern im Bereich Bodycams bei Polizeieinsätzen? Im oberen Feld, muss man sagen, denn einige andere Bundesländer haben deutlich mehr Bodycams angeschafft. In Berlin gibt es die sogar auch schon für die Feuerwehr. Okay. Aber diese 64 neuen Geräte sind jetzt ein erster Schritt, sagt Thomas Jungfer, der Landesvorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft. Ziel ist, jeder Polizist soll langfristig so eine Bodycam bekommen, mit sich rumtragen und die soll dann sozusagen die Grundausstattung sein. Kommen wir nochmal kurz auf den Einsatz dieser Bodycams zu sprechen. Der ist ja vor allem am Anfang nicht ganz unumstritten gewesen, 2015, als diese neue Technik zum ersten Mal eingesetzt wurde. Der Einsatz unterliegt ja auch besonderen Auflagen. Ne? Also der, man kann diese Bodycam ja nicht einfach an- und ausmachen, wann es einem gefällt. Absolut, ne? Genau. Die Kamera darf nur in Gefahrensituationen benutzt werden. Und wenn ein Beamter die Kamera einschaltet, dann muss er das dem Gefilmten gegenüber ankündigen. Okay. Das soll dann auch schon mal einen positiven Effekt haben, nämlich einen Beruhigungseffekt nach dem Motto, wer weiß, dass er gefilmt ist, der reißt sich dann vielleicht zusammen und eskaliert nicht. Ja, das kann man nachvollziehen. Also ist das Ganze auch eine präventive Maßnahme? Ja. Genau. Letztendlich heißt es da auch, seien die Kameras ein gutes und wichtiges Instrument für den deeskalierenden Ansatz in Einsatzsituationen. Das sagt zumindest Hamburgs Vizepolizeipräsident Mirko Streiber und beteuert, man habe damit schon gute Erfahrungen gemacht. Ja, und wenn die Kamera dann bei einer Straftat wirklich filmt, dann kann man dem dann auch noch mal
mal gezielter nachgehen, denn eine Bodycam zeigt nämlich nur das, was gegenüber einem einzelnen Beamten passiert. Also diesen kleinen Ausschnitt sozusagen, ne? Genau. Nicht das Gesamtgeschehen. Ich kann mir vorstellen, Rainer, dass so eine Bodycam dann auch unterstützend dabei sein kann, wenn man jetzt, das ist ja ziemlich angesagt im Moment, diese kurzen Ausschnitte in den Social-Media-Kanälen zu haben, wo Polizei oder angebliche Polizeigewalt, muss man ja sagen, gezeigt wird. Ne? Ja, das gibt es ja doch relativ häufig in den letzten Jahren, auch zunehmend. Haben wir auch immer wieder Berichte davon bei uns. Und ich glaube auch, da können natürlich auch diese Aufnahmen letztendlich beweisen, wie die Wirklichkeit ausgesehen hat. In den sozialen Medien sind das ja immer verkürzte, teils extra zusammengeschnittene Geschichten und dann bekommt man nur einen ganz kleinen Ausschnitt. Ich sag's jetzt mal, wo jemand am Boden liegt, von Polizisten umringt wird. Und wenn man das sieht, denkt man im ersten Moment, wow, dem wird Gewalt von einer Staatsmacht angetan. Du weißt nicht, was vorher los war, du weißt nicht, was nachher los war. Richtig, genau. Und das sind natürlich dann auch ganz wichtige Fragen, weil natürlich sich mit solchen Vorwürfen auch in der Polizei immer die Dienststelle für interne Ermittlungen beschäftigen muss. Ja. Und die haben dann natürlich sehr schnell eine Antwort parat, wenn sie sehen, wie die wirkliche Vorgeschichte eigentlich war, bis dort jemand am Boden gelegen hat. Ja. Vielleicht hat er die Polizisten angegriffen, vielleicht hat er sie bedroht mit Messer oder Pistole. Ja. Und das ist dann sehr schnell nachweisbar und kann dann eben auch solche Vorwürfe entkräften. Also ist ein Beweismittel sozusagen, die einerseits, also hilft beiden Seiten, einerseits kann so eine Aufnahme dann Straftatbestände untermauern, das kann ja auch sein, ne? Und die Vorwürfe können aber auch entkräftet werden, muss man auch sagen. Genau, das geht wirklich in beide Richtungen. Ja. Also ich finde jetzt so als persönliche Einschätzung dieser Kritikpunkt, ich will von der Polizei nicht gefilmt werden. Ja. Wenn jetzt ich erstmal nichts Schlimmes tue, dann muss ich sagen, kann ja das nicht, eigentlich nur zum Guten helfen. Ja, man kann sich ja auch selbst geschützt fühlen dadurch. Genau. Ne? Also Kritik gibt es auch an den Bodycams, das wollen wir zum Abschluss nicht verschweigen. Die ist jetzt nicht besonders groß, aber von wem kommt sie? Natürlich von Datenschützern. Klar. Was ich eben schon gesagt habe, Menschen fühlen sich zu Unrecht beobachtet. Ja. Und die Datenschützer sagen eben auch, es könnten ja Unbeteiligte aufgenommen werden und im Gegensatz zu sonst üblicher Videoüberwachung dann auch Tonaufzeichnungen gemacht werden. Aber letztendlich hält sich die Kritik in Grenzen. 2015 hatte der damalige Hamburger Landesdatenschutzbeauftragte Johannes Kasper gefordert, die Löschfrist für die Aufnahmen zu verlängern, damit man eben, wenn auch Kritik nachher später kommt, da eben noch länger drauf reagieren könnte. Und so eine Forderung eines Datenschutzbeauftragten ist ja eher selten. Genau, vor allen Dingen, weil Johannes Kasper ja wirklich jemand war, der eher restriktiv total, und einschränkend bei solchen Sachen war und immer darauf gedrungen hat, dass mögliche datenschutzrechtliche Verletzungen möglichst gering gehalten werden. Vielen Dank, Rainer, für den Einblick und vielen Dank für das Gespräch. Danke, dass du bei uns im Podcast warst. Gerne, bis zum nächsten Mal. Also, die Hamburger Polizei bekommt mehr Bodycams. 8 Jahre, nachdem die ersten Hamburger Polizisten mit so einer Körperkamera auf der Reeperbahn in St. Pauli auf die Streife gegangen sind. Hamburg aktuell. Das ist euer Stadtnachrichten-Podcast von Hamburg 2, Montag bis Freitag immer um 17 Uhr. Ja, die Woche ist fast schon wieder geschafft. Eine Hamburger Ferienwoche ist das. Dementsprechend eher entspannt ist auch die Nachrichtenlage bei uns in der Stadt. Trotzdem aktueller Stand. Es gibt auch in dieser Woche wieder einige Themen, die uns Hamburger beschäftigen. Die vielen Streiks in unserer Stadt zum Beispiel. Über die wichtigsten Hamburg-Themen der Woche spreche ich morgen dann wieder mit unserer Chefreporterin Carolina Koplin, die die Themen der Woche für uns nochmal anschaut. Einordnet. Ja, abonniert uns, empfiehlt uns weiter und für Kritik, Fragen, Vorschläge und Anregungen könnt ihr euch jederzeit bei uns melden unter stadtnachrichten@hamburg-2.de. Ich bin Clemens Benke. Bis dann. Tschüss. Hamburg aktuell. Der Stadtnachrichten-Podcast vom Radiosender Hamburg 2.